Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part Horizon Forbidden West Burning Shores aus dem Schnitt, weil ich doch noch eine Mission gefunden habe, die ich machen kann und ja, ne, viel Spaß beim Schauen. Ja. Ah ja, stimmt, ich kann ja so. Und ich gebe diesmal auch ein Dings aus. Dafür. Dass wir hier hinreisen. Ich habe vergessen, dass das da unten ist und dass ich einfach nur hochgehen brauche. Wie gesagt, ich gebe diesmal Schnellreisepaket aus. Ne? Ausnahmsweise. Ach ja, stimmt. Daran gewöhne ich mich nie. Silence wartet in der Basis. Ja. Rita und Gaia auch. Ich sollte die anderen nicht von ihren Missionen ablenken. Später kann ich ihnen von den brennenden Küsten berichten. Ja. Das stimmt. Vielleicht mache ich noch mal ein paar, Dinge, ne? Aber das sehen wir ja dann. So Nebenquests und so, die ich vielleicht noch nicht gemacht habe. Ich möchte jetzt erstmal hier. Du bist ne? zurück? Ja. Und nach der Zeit bei den Quen bist du sicher erpicht auf etwas intelligente Konversation. Ah ja. Bei den Quen gibt es einige sehr besondere Menschen. Wenn du ab und zu auf die Erde kommen und Zeit mit ihnen verbringen würdest, würdest du das merken. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Wie die Daten, die du von Londra hast. Ah ja. Du hast eine Spur. Allerdings. Ein Protokolleintrag kurz nachdem die Zenith der Zerstörung ihrer Kolonie entkam. Ich schicke ihn dir. Ist ziemlich viel, aber das Wichtigste ist, Londra hatte eine Theorie, wie Nemesis bekämpft werden könnte. Er erwähnt eine Liste von Unternehmen des 21. Jahrhunderts, die moderne Waffensysteme hergestellt haben. Möglicherweise kann eine dieser Waffen gegen den Feind eingesetzt werden. Natürlich muss ich jedes Unternehmen untersuchen, ihre Anlagen finden, ihre Technologien ausgraben, ihre Wirksamkeit bestimmen und ob man sie einsatzbereit machen kann. Na, nur schade, dass du dem nächsten Teil nicht dabei sein wirst. Tja. Weil Lance Riddick ist ja... Versteh mich nicht falsch, ne? Gut, dass wir etwas gefunden haben. Aber ich frag mich, warum du hier geblieben bist. Es ist die Herausforderung, nicht? Die Chance zu beweisen, dass du der Klügste von allen bist. Vielleicht. Meine Gründe gehen kein was an. Und deshalb wirst du immer allein sein. Aloy. Nemesis ist keine Gefahr, die man im Alleingang besiegen kann. Ich bin dankbar für deine außergewöhnliche Unterstützung. Mehr kann man wohl nicht erwarten. Aber sie grinst. Ist ja schon mal etwas. Ja, Lance Riddick ist ja von uns geschieden. Auch wenn ich immer gesagt habe, Silence, I kill you. Das ist ja auch nur die Rolle. Vielleicht räumen wir dein eisiges Herz noch auf. Mal sehen, was er gefunden hat. Wie gesagt, das ist halt nur die Rolle. Ne, der Schauspieler, das ist ja... eine komplett andere, ne? Andere Sache. Was haben wir denn hier noch nicht? Wie gesagt, vielleicht mache ich noch, ne? Hinten dran. Hänge ich das noch hinten dran mit den Quests, die wir eventuell noch hier rumfummeln? Ne? Die wir noch machen können. Wenn es da was gibt. Okay. Jetzt haben wir. Aber ja. Okay. Und jetzt? Dachte mir schon, dass das Schneewolken sind. Ah ja. Cool. Tricky. Hä? Ach so. Danke. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier rausgehen soll, aber okay. Nicht. Ich meine, wenn wir speichern wollen, ja, aber... Nö. Gibt's hier nichts zu tun? Tja, jetzt weiß ich, woher die Metallblumen kommen. Ein letzter Versuch, die Pharaoh-Plage zu stoppen.
Mhm. Demeter muss sie ausgesät haben, nachdem sie im Treibhaus Zuflucht gesucht hatte. Ja. Aber jetzt, wolltest du nicht was machen? Hat er dir nicht was zugespielt? Was ist denn das? Ich bin anscheinend sehr blind. Ach da. Ass am Ärmel. 16. Januar 2012. Die letzten 72 Stunden waren gelinde gesagt eine Katastrophe. Noch dramatischer als meine letzten Tage auf der Erde. Glücklicherweise habe ich endlich einen Moment Zeit, um zur Ruhe zu kommen und die Lage zu erfassen. Zunächst einmal verdient mein eigener Instinkt große Anerkennung. Mir ist klar geworden, dass ich jetzt nun nur am Leben bin, weil ich an dem Experiment gezweifelt habe. Hätte mein Überwachungswurm mich nicht recht frühzeitig gewarnt, wäre ich sicherlich kurz nach dem Eindämmungsbruch verendet. Wie ich gestorben wäre, kann ich nur spekulieren. Als das Wesen die Luftschleusen öffnete, verloren viele ihr Leben. Andere wurden von gehackten Phantomen erwürgt. Gehackten Phantomen. Devin Miller ist an seinen eigenen Erbrochenen erstickt und sein persönlicher Schild raubte ihm die Luft. So verstörend das alles auch klingt, ist es doch die Stimme des Wesens, die in meinem Kopf widerhallt. Als es mir gelang, die Hauptplasmaleitung im Laborbereich explodieren zu lassen, verspürte ich einen kurzen Hoffnungsschimmer. Als ich gerade merkte, dass andere Bereiche kompromittiert worden waren, hallte durch mein Implantat eine Übertragung wieder. Es klang wie meine eigene Stimme, dann wie ein Sprechgesang und schließlich wie ein schrecklicher Missklang. Walter, ich bin du, immer wieder. Ich wusste, dass ich auf die Leitungen aus war. Es wusste, dass ich auf die Leitung aus war. Wie können wir unserem eigenen Schatten zuvorkommen, der jeden Gedanken, den wir je hatten, kennt? Fürs Erste werden wir fliehen. Wir müssen das Schiff nach und nach nachrüsten und auf dem Weg Materialien sammeln, um einen schnelleren Antrieb anzufertigen. Stimme Till dazu, wir müssen zur Erde, denn nur dort können wir zusätzliche Technologie und Biomasse sammeln, um auf lange Sicht unsere Chancen zu verbessern. Aber ich werde auf keinen Fall den Rest aller Tage mit Leuten wie Gerard, Bieré, Erik Wisser und Verbena Sutter verbringen. Früher oder später werde ich einen Weg finden müssen, um diese abscheuliche Crew loszuwerden. Haben wir gemacht. Abgesehen davon höre ich immer wieder diese Stimme in meinem Kopf. Und diese weckt eine besonders schlimme Angst in mir. Was, wenn es uns einholt? Können wir es irgendwie bekämpfen? Nicht mit den Waffen, die wir bereits haben. Sie kennt es zu gut. Aber womöglich verbirgt sich die Antwort im Unbekannten, in den Ruinen der Erde. Die 2050er zu 2060er Jahre waren ein goldenes Zeitalter für Rüstungskonzerne. Und halt in die Testanlagen und F&E-Laboren muss doch eine Waffe oder ein Prototyp begraben sein, der unserem Feind aus der Bahn werfen kann. Ein Versuch wäre es wert, ein paar Orte, an denen man anfangen könnte. FAS, ich bezweifle, dass selbst eine Horus-Lotte diesen Feind aufhalten könnte. Aber so wie ich Ted kenne, war kurz vor dem Weltuntergang noch auf der Suche nach seinem nächsten Knüller. Metalllogik. Meine ehemaligen Rivalen haben eine Menge Ressourcen in den Verteidigungssektor gesteckt, nachdem ihnen klar wurde, dass sie mich bei der Materialbeschaffung nicht schlagen konnten. Recorp, billige Drohnen und defekte Railguns für Versager und kleinkarierte Autokraten. Doch früher hatten sie einmal eine erstklassige Forschungsabteilung. Certainty. Sofern ich mich erinnere, beschäftigten sie eine ganze Reihe von halbwegs gebesserten Hackern, die innovative Ideen zu Verschlüsselungsprozessen des Militärs hatten. Gideon, gewiss eine widerwärtige Familie, dennoch entwickelte sie eine Reihe hochmoderner Systeme, bevor FAS sie in die Pfanne gehauen hat. Es besteht zwar allesamt wenig Hoffnung, aber wenigstens gibt es etwas Hoffnung. Zweifelsohne ist es am besten, wenn wir diesem Ungetüm, dieser selbstgeschaffenen Nemesis, einen Schritt vorausbleiben. Sollten wir nicht flüchten können, werde ich aber nicht kampflos untergehen. Also brauche ich so oder so einen Ass im Ärmel. Und unser ehemaliges Haus ist der ideale Ort, um eins zu finden. Naja. Aber dann würde ich sagen, Silence hat Ben. Londras Idee könnte uns wirklich im Kampf gegen Nemesis helfen. Ben tue ich es, glaube ich, im Dings. Schnitt. Ne, dann gucke ich mal, wie das. Ja. Wie ich das mache. Was ist das denn? Ach so, New Game Plus. Nö, habe ich keine Lust drauf. Okay, Wie gesagt, vielleicht mache ich ja auch weiter. Und dann schneide ich das so, dass das passt. Aber ja, nicht jetzt.
Will ich speichern? Ich will speichern. Tritt mich doch nicht, Tricky. Ach, warte mal, ich kann doch dem Dings folgen. Den Questmarker. Genau, dann komme ich ja nach draußen. Zum Speichern. Ne? Okay. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Wir haben ja noch ein bisschen Land vor uns, also ein bisschen was zu erkunden. Oder was wir erkunden könnten. Vielleicht finden wir die ein oder andere Nebenquest, die wir machen können. Ja. Wenn nicht, dann hört ihr gleich vom Schnitt die Verabschiedung. Wenn doch, dann geht's weiter. Ich pausiere erstmal. Wie man sehen kann, geht's noch ein bisschen weiter. Ich werde, ich habe noch eine Nebenmission, ja, angedingst. Na, also, die ich noch machen werde. Och, come on. Ich und die Steuerung. Ne? Deswegen anvisiert, gemarkert. Machen wir noch und ja. Warte. Ist mal das. Okay. Wir werden natürlich damit schnell reisen. So. Mal wieder nach da unten. Das ist die Quest, die ich gefunden habe. Die wir noch machen werden. Und dann mal gucken. Also die Quest werde ich auch definitiv noch machen. Und dann, ja. Ich habe noch eine halbe Stunde Part. Also ich habe gerade mal 10 Minuten für den Part von der letzten Aufnahme. Dann gucken wir mal, wie viel die Quest füllen wird. Wenn sie zu lang wird, dann ne, machen wir natürlich noch ein bisschen mehr, aber mal gucken. Ich weiß es noch nicht. So, ja. Ach komm. Hey. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß nicht, ob du mich noch kennst. Aus der Auferstehungshalle, ja. Du warst nicht so überzeugt von Londras Botschaft. Ew. Und danach wurde es noch schlimmer. Nachdem du aus dem Bunker warst, stürzte alles ins Chaos. Ja. Die meisten von uns schnappten sich irgendein Boot und kamen hierher zurück. Aber dann tauchte Pirik auf, einer von Walters Schlägern. Mit seinen Männern trieb er uns alle zusammen. Ich konnte nichts tun. Sie haben meinen Freund Len erwischt und mitgenommen. Bitte. Suchst du nach ihm? Der Admiral hat nicht genug Männer für eine Suche. Ja. Klar, natürlich. Wenn ich mich richtig erinnere, war Lan begeisterter von Londra als du. Lan hatte es schwer bei der Expedition. Er wäre fast ertrunken bei dem Sturm. Und als wir auf Grund liefen, wurde er sehr krank. Wochenlang lag er nur da und konnte kaum atmen oder sich rühren. Ich glaube, ihm kam es vor, als böte Walter alles. Lebensmittel, Trost, Rettung. Alles ja. Illusion. Wirkte aber real. Eine Zeit lang. Illusionen können ja auch real wirken. Was ist genau passiert, nachdem ich Londras Bunker verließ? Im Lager herrschte Chaos. Du hattest Seth getötet und nur er stand in Kontakt zu Walter. Als Brenig uns dann sagte, Walter wäre fertig mit uns, waren wir verloren. Ein paar von uns suchten nach Booten, weil wir dachten, wir könnten nur noch hierher zurückkommen. Da kam Pirik und seine Schläger und trieben alle zusammen. Bevor ich wusste, was los war, hatten sie Lan geschnappt. Ich hätte nicht gehen dürfen. Aber Pirik und seine Männer waren rasend. Sogar brutal. Tja. Fortzugehen war richtig. Es hätte Lan nichts gebracht, wenn du verletzt wirst. Stimmt. Kann sein. Und du wärst jetzt nicht hier, um uns davon berichten, dass wir ihn retten können. Wo hast du Lan zuletzt gesehen? Am Ufer südlich des Bunkers. Ich war auf dem letzten Boot, das entkam. Pirik und seine Männer griffen an, als wir ablegten. Wir schafften es gerade so. Wer weiß, was sie Lan angetan haben. Bitte. Finde ihn für mich. Klar, natürlich. Okay. Gut, wie weit ist das entfernt? Südlich von Londras Bunker. 300 Meter. Wir nehmen die Schnellreise. So schnell wie das geht, ohne die lange Ladezeit. Ups. Geht das schon? Bist lustig.
Du bist lustig. Doch ein paar Meter entfernt. Paar Meter mehr. Ich habe gerade ein Dings verbraucht, obwohl ich gerade am Feuer war. Ne? Da muss ärgerlich. Ich war so schnell, weil ich dachte, ich bin ja am Feuer. Aber ich, dadurch, dass ich die Dings gewechselt habe, war ich, glaube ich, nicht mehr am Feuer. Ne? Also, ne? You know? Naja, egal. So haben ein gewisser Pirik und sein Trupp den Rest der Quen zusammengetrieben. Mhm. Der hat sich wohl gewehrt. Ich ja. muss sie finden. Mein Fokus kann helfen. Warte mal hier. Eine Art Schrein für Londra. Bestimmt ein Zeichen der Ergebenheit von Piriks Schlägern. Ja. Naja, er hat ihnen Macht gegeben, ne? Offenbar hat Pirik die Evakuierung in ein Lager befohlen. Mit Anweisungen für Nachtzügler. Westlich mhm. durch die Zähne der See. Dann vorbei an der Riesenstahlschlange, die das Wasser durchbricht. Hm. Ist aus der Luft sicher leichter zu sehen. Ja. Ich möchte trotzdem, dass du das gut achtest. Panik gegeben haben, als Pirik auftauchte. Nein, wirklich. Okay, hier war nichts mehr, ne? Gut, dann würde ich sagen, warum war ich denn? Da. Lass uns mal abholen. Ach, auf einmal kriege ich wieder die Anweisung, ne? Ihr seid mir echt Eumel. Als ich es gebraucht habe, ne? Bei der Mission, ne? Bei der Hauptquest, ne? Da stand das da nicht. Oh, leck mich. Und warum ist das jetzt auf einmal wieder weg? Und warum macht er immer so einen Scheiß? Was ist denn das? Ah ja. Nein, das ist ja nicht das, was ich wollte. Na, geht doch. Mitten ins Gewitter rein. Hätten wir wahrscheinlich auch per Schnellreise machen können, aber gut. Machen wir jetzt so. Zerklüftete Ruinen im Wasser. Könnten die Zähne der See aus Piriks Notiz sein? Mhm. Ist dann die Riesenstahlschlange. Sollte irgendwo im Süden sein. Da. Tür verschlossen. Vielleicht elektrische Störungen durch den Sturm? Diese alten okay. Schienen, die aus dem Wasser ragen, sehen fast aus wie eine Schlange. Vielleicht mhm. aus Piriks Notizen. Ich muss also an der Ruine vorbei nach Süden. Den Sonnenaufgang.
Ja. Au! Ich muss hier weg. Dankeschön. Das war nicht das, was ich wollte. Ich wollte einfach nur ganz vernünftig da unten hin. Und den hier mitnehmen. Okay. Können wir denn überhaupt irgendwas tun? Ja. Ja. Dann machen wir es mal so. Fliegen wir aus dem Sturm raus. Ja, ja, ist gut. Diese Ruine. Bestimmt Biriks Lager. Ich muss Lan finden. Der Notiz nach wird es kein herzlicher Empfang. Ich muss auf der Hut sein. Hm. Die Suche bald aufgeben. Ja, ja. Glaube ich auch. Musst du dich gerade jetzt umdrehen? Arsch. Unsere Zeit wird kommen. Ich weigere mich, die Hoffnung aufzugeben. Ey, der Dude ist tot. Sie haben ein Phantom. Eindeutig Londras Leute. Ja. Danke. Au, ja. Mhm. Ey. Das ist aber gemein. Die Gefangenen zu befreien dürfte der Ausgleich sein. Oh, lädt mich doch fett. Danke. Ist doch eher das, was ich wissen wollte. Danke.
Muss ich erst loswerden? Oh, leck mich fett. Oh, fickt euch! Meine Güte! Als wenn der nicht noch schon ärgerlich genug wäre. Ja. Ich mache mich auch gleich noch über euch her, ja? Wo bist du? Seht mal da drüben nach! Du blödes, kleines Stück Scheiße, du! Entschuldigung. Für die Begrifflichkeiten. Oh, fick dich. Hast eh keine Chance. Ah, oh, leck mich doch fett. Wo kommst denn du jetzt auf einmal her? Meine Güte. Okay. Möchte ich schon? Nein. Dankeschön. Oh. Okay. Haben wir auch noch was? Oh, wow, Spiel, du bist credible. Warte vorne. Ja. Ja. Danke, Fremde. Klar, natürlich. Aber bedankt euch erst, wenn ich die Tür auf hab. Du bist die Fremde, die Seth getötet hat. Ja. Bist du hier, um auch Pirik zu erledigen? Ja. Ja, helfe ich dir gern. Er tötete meinen Freund auf dem Weg hierher. Okay. Was ist passiert? Das war doch nicht Len, oder? Nein. Arthur. Er wehrte sich, als Pirik uns zusammentrieb. Und dieser Rohling statuierte ein Exempel an ihm. Ah. Wir sollten alle ein Teil von Walters schöner neuer Welt werden. Was für ein Haufen Mist. Gib mir die kleinste Chance. Und ich mache Pirik fertig. Okay. Moment. Wurden alle Gefangenen befreit? Nur die hier oben. Es sind noch mehr unter der Erde bei Pirik. Ah. Len ist wahrscheinlich auch dort, falls du nach ihm suchst. Ja. Nur zu. Das tue ich. Ich gebe dir Deckung. Cool, danke. Du bist wahrscheinlich genauso sauer wie ich. Das ist sehr hilfreich. Ich möchte das alles einfach nur beenden. Ah, so frustrierend. Zumal. Irgendeine Idee, wo die Gefangenen sein könnten? Ja, das geht mir auch auf den Sack. Wenn ich gerade was sagen will und. Vermutlich dort. Gut. Ja, egal. Weil bei der. Bei Final Fantasy habe ich gemerkt, also bei Final Fantasy 16, was ich schon aufgenommen habe, bei der Demo, habe ich gemerkt, dass es nicht die Steuerung ist. Also, es ist nicht. Also, ne, das ist halt wirklich dieser Übergang von PS4 zu PS5, der mich, glaube ich, zu schaffen macht. Weil ich das Spiel schon auf der PS4 gespielt habe, wenn ich es auf der PS5 gleich gespielt hätte. Damals hatte ich nur noch keine. Wäre es vielleicht einfacher gefallen jetzt mit dem DLC, aber. Befreie ich sie. Ne? Weil andere Spiele fallen mir leicht. Jemand muss das Tor offen. Darf ich nicht. Hilf mir da rein, dann halte ich es für dich. Okay. Ne? Bei anderen Spielen habe ich das Problem halt nicht.
Ne, bei Hogwarts nicht. Komm rein. Bei Final Fantasy nicht. Und Final Fantasy ist sehr divers. Kameraden, ja? Jetzt seid ihr dran. Vergelt uns zurückzuschlagen. Das ist unsere Chance. Wir kämpfen an deiner Seite. Was ist das? Sie sollen büßen. Also. Mal sehen, wie das läuft. Wir gehen direkt drauf. Wo ist Pirik? Ihre eigenen Waffen richten sich gegen sie. Okay. Na komm mal her. Da oben. Da ist einer von uns, aber der hier nicht. Ja. Oh, warte mal. Hier. Oder? Nee, ist nur... Ich dachte, da wäre dieses, Dings... Feuerglimmer. Ja. Glaube ich nicht. Auf! Wende! Ich brauche Hilfe! Ja, ja. Sehe ich. Ich darf nur nicht getroffen werden. Ich gehe mal rum. Bitte deckt mich. Ist er das? Immer auf der anderen Seite. Das ist doch echt nervig. Ich hab sie gesehen. Da kommen mehr Soldaten. Die Verstärkung von der Verstärkung. Wie viele sind denn das denn noch? Kann ich hier irgendwo hoch? Nochmal? Hier. Ach ja. Ärgerlich. Man ist ja kaum da. Schnappt euch die Fremde. Ja. Aha, Mensch, leck mich. Ja, komm, ich nehm die hier. Ich muss noch was anmerken. Ich glaube, ich bin auch laut genug. Es ist nämlich das, was ich anmerken muss.
Die ganze Zeit so leise, leise, leise und dann jetzt auf einmal, keine Ahnung, 3000 Volt? Nee, nicht Volt. Voltstrom. Ja, auf jeden Fall, ne? Arschlaut. Die ganze Zeit ist das Spiel leise und jetzt auf einmal, ne? Ist das Volume, ne, nicht mal 10, sondern bei 3000. Ich hab eine Rolle gemacht, also ne? Ausweichen gedrückt. Und dann in die Richtung, die du solltest. Mach das doch mal. Nein, das wollte ich nicht. Oh, leck mich fett, du blödes Miststück. Alles klar. Ein Schlüsselmodul. Oh. Wir damit im Pyrix Quartier. Alter, nervig! Wie nervig willst du sein, ja? Und wie gesagt, das hat eventuell ein bisschen was damit zu tun, dass ich halt wirklich auf der PS4 angefangen habe und dann, ne, der DLC nicht für die PS4 kam, obwohl das Hauptspiel für die PS4 auch mit konzipiert wurde, was ich, weiß nicht, sehr nervig finde. Alles verschüttet. Hat viele Leben gekostet. Das tut mir leid. Ne? Es war vielleicht ein Segen oder deine Feuerprobe, Sefs Tod, die Halle, die verschwundenen Mitglieder deiner Schar, deine Abwesenheit. Aber ich bin hier, wo ich dir diese Metallrelikte übergab. Ich habe deine Verirrten im Zaum gehalten. Du musst sehen, dass ich deines Lichts würdig bin. Solltest du diese Zeilen nach meinem Tod lesen, weiß ich, dass du deine unendliche Macht nutzen wirst, um mein Leben wiederherzustellen. Ich habe mich bewährt. Aha. Da. Gehen wir. Die anderen versorgen ihre Wunden. Er denkt halt wirklich, dass Laundra ihn noch... Ne? Aber Laundra ist tot. Er leitete die Ausgrabung. Aha. Und seine Wachen, meine früheren Kameraden. Ja. Er schickte sie weg und sie kehrten verändert zurück. Ja. Tote Augen. Mute. Wie Maschinen. Und sie führten ohne Widerrede brutale Befehle aus. Ja, müssen wir. Klingt nicht gut. Klang nach der Gehirnwäsche, die wir schon kennen. Hinterhalt! Nein. Wirklich ein tolles Ziel. Oh, leck mich, wo war der denn? Der war doch im Raum und dann auf einmal nicht mehr und oh, leck mich doch fett. Bist du das? Jetzt fall da runter, du blöder Penner! Jetzt triff endlich! Alter, triff! Die Buße folgt! Oh, halt die Klappe! Mir entkommt man nicht! Hält meinen Aufstieg auf! Ja, ich glaube, er ist es. Ja. Entschuldigung. Habt ihr da einen Kill genommen? So. Ja.
Ja. Okay. Okay. Erik ist tot. Und jetzt? Au! Na da. Es ist vorbei. Alles okay. Okay? Du hast meine einzige Verbindung zu Walter getötet. Ah, Walter ist auch tot. Wovon? Vom ewigen Paradies? Jetzt bleibt mir die Auferstehung verwehrt. Die es nie gab. Du wurdest wohl nicht hierher gezwungen. Otosu schickt mich. Otosu versteht das nicht. Keiner von euch. Ein lebender Ahne bot uns Erlösung und ein ja, hat gelogen. Hast du seine Boten getötet. Ich sag's ungern, aber Walter ist tot. Und das Paradies? Das hat es nie gegeben. Er wollte euch zurücklassen und uns allesamt töten. Ich? Das ist unmöglich. Das glaube ich nicht. Du könntest ihn auch einfach hier lassen. Lan, hier ist es nicht sicher. Du musst in die Siedlung zurückkommen. Otosu ist krank vor Sorge um dich. Möchtest du ihn nicht wiedersehen? Ich denke schon. Ah ja, auf einmal Vernunft. Bleibt mir auch übrig. Doch nicht Vernunft. Zurückbringen. Selbst die Undankbaren. Ja, danke. Er weiß deine Tat vielleicht nicht zu schätzen. Aber wir anderen schon. Na super, mindestens etwas. Ja. Ich bin genauso genervt wie du. Ich sollte nachsehen, ob sie es nach Flottenende geschafft haben. Und bei Otosu vorbeischauen. Er hat mir nicht die ganze Wahrheit gesagt. Ja. Aber dafür nehmen wir die Schnellreise. Auch wenn es eine Dings kostet, wir haben ja noch so viele. Ne? Es ist halt schneller. Wenn ich schon hier bin, könnte ich die Sinnetwaffe an einer Werkbank verbessern. Ah ja. Weird. Hä, wo ist er denn? Ernsthaft? Wo ist er? Ich wollte jetzt nicht 3000 Jahre hier rumhängen, nur um einen neuen Part dann machen zu müssen. Da ist er, oder? Doch, da ist er. Ja. Dann erschaffen wir es uns selbst. So. Aloy, danke nochmal für die Rettung. Ja. Aber ich möchte dich warnen. Wir haben gezählt. Und von Sess und Pyrix Schlägern fehlen einige. Ah ja. Es sind noch welche da draußen. Oh. Vielleicht lagern sie an Stellen, an denen Walter uns graben ließ. So wie Pyrik. Mhm. Pass gut auf. Sie werden dir auflauern. Verstanden. Ich werde aufpassen müssen. Oh, ich dachte schon, das wäre eine Quest. Wie geht's Lan und Otosu? Du hast noch keine echten Beweise erbracht. Vielleicht holt Walter uns doch noch. Wenn er das wirklich vorhätte, wäre er dann nicht schon hier? Bin sofort zurück. Okay. Du warst nicht ganz ehrlich zu mir. Nein. Ich hatte Angst, dass du Lan nicht suchen würdest, wenn du wüsstest, dass er freiwillig mit Pyrik ging. Du hattest vielleicht gute Absichten, aber Manipulation? Genau so würde es Laundra tun. Ja. Tut mir leid. Wie kann ich es wieder gut machen? Jetzt auf einmal wieder leise. Und andere, die es brauchen. Er ist eben noch so laut, jetzt der leise. Damit hast du recht. Viele wollen es nicht wahrhaben. Ah ja. Und als unsere Schiffskameraden, die wir für Walter im Stich ließen, erkannten, dass sie willentlich verlassen wurden. Tja, der Empfang war etwas unterkühlt. Dann müsst ihr zwar euch umso mehr bemühen und die Kluft überwinden. Ja. Das wird nicht einfach. Wir helfen einander. Mhm. Ob er es jemals überwindet? Vielleicht. Stimmt. Er muss sich nur geliebt fühlen. Und zwar aufrecht. Du kommst an ihn ran. Ganz sicher. Ui. Aloy. Okay. Ja. Achso, ja. Oh, leck mich fett. Überall immer dieses Hin und Her.
Nee, warte mal. Was? Was war denn? Was war das denn gerade? Ist bei dir alles in Ordnung? Nein, ich habe gerade was gehört. Wenn sich jemand bei mir in Chat eindingsen würde. Also bei mir, ne? Ich wollte einfach nur hier dingsen. Hat fast wie Aloy geklungen. Also eine Pair. Keine Ahnung. Ach, was weiß ich schon. Nein. Jetzt schon das ganze Spiel über. Und du wunderst dich doch jedes Mal. So. Nein. Ja, danke. Questobjekt? Naja. Ja. Ah ja. Na gut. Wo ist es denn? Hier. Nein. Hä? Was denn? Ach nee, da ist nur ein Dings dran. Entschuldigung. Du hast gerade den Railgun-Modus für den Phantomhandschuh freigeschaltet. Du kannst jetzt einen mächtigen, aufgeladenen Schuss abfeuern, der Gegner durchdringen kann. Halte M gedrückt, um die Waffe aufzuladen. Sobald die Aufladung vollständig ist, lass M los. Durch Überladen wird die Waffe vorübergehend überhitzt. Tipp, wenn du einen Marker auf einem Ziel mit einem aufgeladenen Railgun-Schuss explodieren lässt, verursacht das zusätzlichen Schaden. Danke. Aber das werde ich ja wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Denn, ja, ich werde jetzt das Let's Play beenden. Wir haben die Dings gemacht. Und, ja. Also die Nebenquests. Ja. Mach mal eben. So, ne? Und deswegen passt das, glaube ich. Moment. Wo haben wir das denn? Muss doch hier irgendwo sein. Das war ja schließlich ein DLC-Objekt. Achso, da ist nichts mehr. Okay. Ja, wie gesagt, das ist halt, ne? Nur noch Maschinen-Dings, Fragezeichen und so. Ja. Wenn ich mal wieder Bock drauf habe, vielleicht irgendwann. Ne? Ja, das ist halt wirklich nur, ja. Also Dings haben wir auf jeden Fall durch. Die Quests. Das was ich machen wollte, wenn ich ja nochmal so durchgehe, vielleicht macht das auch privat. Also es ist wieder wie im Hauptgame, einfach nur, ja, ne? Ja, Außenposten und Maschinen und nichts Spannendes. Gut. Aber speichern wir ich trotzdem. Wir sind schon drüber wahrscheinlich mal wieder. Nicht schlimm, aber ja. Ne? Wie gesagt, also hat auch, glaube ich, viel damit zu tun, dass es nicht auf der PS4 war. So wie das Hauptspiel. Oder andersrum, ich das halt, das Hauptspiel auf der PlayStation 4 halt noch spielen konnte und, ne? Ja. Alles ein bisschen doof gelaufen. Trotzdem hatte ich einigermaßen, trotz der Frustration, Spaß auch dran. Aber wie gesagt, beendet ist jetzt erstmal beendet. Ich schließe damit ab. Vielleicht haben wir beim nächsten Teil, der dann irgendwann rauskommt, mehr Spaß. Weil dann werde ich den ja auf der, ne, Konsole spielen. Also hier auf der neuesten Konsole spielen. Und dann, wenn dann DLC rauskommt, dann auch auf der neuesten Konsole spielen. Und nicht so einen Übergang haben. Ich denke mal, das hat viel rausgenommen. Ja, ich verabschiede mich dann nach diesem endlosen Gelaber. Wir sehen uns hoffentlich irgendwann in irgendeinem Let's Play wieder. Bis dann. Bye. In einem ganzen Leben auf der Suche nach Wissen hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen,
unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpfer. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten.